So, liebe Videofreunde, es ist Zeit für ein Update. Ja, und zwar bin ich wieder im Wohnmobil. Ich bin ja am Samstag von Mönckebude nach Ahlbeck gefahren in unsere Ferienwohnung. Ich habe es da nicht ausgehalten. Ah, nein. Also, ja. Ich weiß auch nicht. Also, wir haben eine wunderschöne Ferienwohnung. Und die ist 100 Meter vom Strand entfernt. Also, die ist auch wirklich nah. Aber ich war dann am Sonntag, war den ganzen Tag Regen. Gut, habe ich mir ein bisschen gemütlich gemacht, habe Video geschnitten, habe die beiden Videos hochgeladen, war auch ein bisschen fleißig gewesen von unserer Trockentrenntoilette, den Einbau. Und draußen hat es geregnet und geregnet und geregnet. Es war nicht schön. Na gut. Also am Montag habe ich dann gedacht, gut, bleibst noch einen Tag da, weil das Wetter war ja schön gemeldet. So war der Plan. Und ja, vormittags war das dann immer noch trüb und mittags wurde es dann aber schön. Aber es war so schweinekalt. Man konnte irgendwie überhaupt nicht richtig rausgehen. Also Strand war gar nicht drin, weil es war ein eisiger Wind. Es war nicht schön. Und jetzt bin ich da mit dem Hund dreimal am Tag spazieren gegangen. Dann war ich mittags noch einkaufen und dann saß ich im Wohnmobil, als ich eingekauft habe. Und habe das Wohnmobil hier, also praktisch die Einkaufstüten hier rein. Und dann habe ich hier so drin gesessen und habe gedacht, nee, ich will wieder zurück. Ich will in mein Wohnmobil. Ich will nicht in der Ferienwohnung bleiben. Nein, ist egal, wie das Wetter ist. Ist mir scheißegal. Ich möchte in mein Wohnmobil. Ich habe richtige Sehnsucht gekriegt. Und in dem Moment, wo ich das entschieden habe, das war wie so ein Befreiungsschlag. Ich habe die Ferienwohnung innerhalb von einer Stunde leergeräumt und habe mich ins Auto gesetzt. Ich war in dem Moment, wo ich im Auto gesessen habe und losgefahren bin, war ich der glücklichste Mensch. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, wenn man einmal Wohnmobilist ist, dann bleibt man das. Und das ist dieses Sesshafte, irgendwo am Ort zu bleiben. Und das kann ich nicht mehr. Das geht nicht. Das macht mir keinen Spaß. Da bin ich unglücklich. Und egal, ob jetzt irgendwo das Wetter schlecht ist und ich von der Ferienwohnung raus muss mit dem Hund oder ob ich aus dem Wohnmobil raus muss, ich kann mir es im Wohnmobil auch mummelig machen. Oh, und ich war so froh, wo ich im Auto gesessen habe. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fahre auch mittlerweile gerne. Mir macht das Fahren überhaupt nichts mehr aus. Ich fahre mittlerweile relativ lange Strecken, was ich früher nie gemacht habe. Weil ich immer irgendwo auch Respekt davor gehabt habe, vor langen Autofahrten. Mittlerweile macht mir das nichts mehr aus. Ich fahre in dem Auto wirklich gerne. Und ich war glücklich, wo ich da drin saß und bin losgefahren. Und dann habe ich mich entschieden, ich fahre nach Peenemünde. Da bin ich jetzt auch. Da hatten wir uns mit dem jungen Pärchen in Mönckebude letzte Woche unterhalten. Und die hatten mir das auf ihrem Handy gezeigt, Park for Night, weil die wollten auch dahin. Die sind also am Samstag dahin gefahren. Und ich bin dann gestern da, ja, praktisch hier angekommen. Und das ist so ein toller Platz. Ich kann es euch sagen. Also ich habe mal wieder wirklich richtig das Große losgezogen. Also das ist wirklich schön hier. Dieser Betreiber hier vom Hafen, also von der Hafenzeile hier auch und von dem Campingplatz und allem, was hier so dazugehört, ich weiß nicht, das mit so einer Liebe zum Detail, das habe ich überhaupt selten erlebt. Er ist jetzt auch noch antik. Ich glaube, der Händler oder ich weiß nicht, er verkauft zumindest auch antike Möbel und sammelt die auch. Er sammelt überhaupt alles Mögliche. Ich habe heute erfahren von dem Angestellten hier, von dem einen, die übrigens alle so super nett und freundlich sind. Das habe ich auch nicht, hat man auch nicht immer. Und ich wollte gerade sagen, das habe ich auch lange nicht erlebt, aber das hat man halt wirklich nicht immer. Und ich persönlich in der heutigen Zeit, gerade jetzt, freue mich echt immer wieder, wenn ich auf nette Menschen stoße, weil das einfach nicht mehr so alltäglich gerade ist. Und es war so freundlich gewesen, also auch wo ich angekommen bin gestern und heute, wo ich mit denen in dem Laden gesprochen habe, wo ich bezahlen war und dann habe ich gefragt, ob ich ein paar Fotos machen dürfte. Also sowas Freundliches. Aber jetzt, bevor ich den Faden verliere, zurück zu dem Betreiber. Er hat mir dann erzählt, dass er schon von klein auf
alles Mögliche sammelt. Und das ist also diese Hafenzeile, dieses Geschäft dort, was es dort gibt, das ist wie ein Museum. Also irre. Naja, auf jeden Fall ist das ein toller Platz. Und heute sagte die eine dort an der Rezeption im Büro, die hat dann gesagt, also sie hätten hier noch nie jemanden weggeschickt. Die finden immer eine Möglichkeit, jemanden unterzubringen. Im Sommer habt ihr hier eine richtig schöne Bar draußen. Da kann man essen, kann man am Wasser sitzen. Dann ist das Geschäft auch so mit richtig schöner alter Musik unterlegt. Das würden sie dann im Sommer auch so eine Musik spielen da an dem Restaurant. Oder das heißt Restaurant, ist ein kleines Außenlokal, ne? Da kann man halt dann abends schön sitzen, was essen. Und dann haben sie noch eine Bar mittendrin, so in den Dünen. Da kann man abends auch nochmal ein schönes Getränk trinken und draußen sitzen. Die machen dann Lagerfeuer. Und ja, es gibt hier 10 Säulen mit Strom. Ich glaube 5 Steckdosen. Also für 50 Plätze gibt es Strom hier. Es ist recht groß, der Platz. Aber so schön. Direkt an der Peene. Direkt an den, so an der Dünenlandschaft so ein bisschen. Das Einzige ist, ich wollte vorher noch was sagen, bevor ich zu dem Punkt komme. Es gibt auch noch ganz tolle Ferienhäuser hier, Blockhütten. Da kann eine richtig also größere Familie auch einziehen. Wunderschön. Dann gibt es so 2 Schiffe, die ausgebaut sind, auch mit Ferienwohnungen. Dann gibt es jetzt noch ein Hotel, bauen sie gerade. Mit Wohnungen, auch schön. Das ist der Ausblick hier auf die Peene hinten. Wunderschön. Abendsonne, da geht die Sonne dann hinten unter. Also richtig toll. Das Einzige, was man nicht kann, was ich vorhin sagen wollte, ist, dass man hier baden kann. Also es gibt keine offizielle Badestelle. Das ist alles auf eigene Gefahr. Also würde ich nicht empfehlen. Also top. Ach, im Übrigen noch eine Sache. Das letzte Video, also die Innenaufnahmen, die waren grauselig. Ich habe mir überlegt, wieso sieht denn das so fürchterlich gelb aus? Also ganz schrecklich. Und jetzt habe ich rumgebastelt. Ich hoffe, dass das besser ist. Ich habe jetzt am Weißabgleich gearbeitet und noch ein bisschen mit Licht. Sie sind nicht perfekt, die Innenaufnahmen am Abend. Also ich hoffe, ihr stört euch nicht dran. Und ja, ich gelobe Besserung mit meiner Kamera. Weiterzukommen. Die ist ja neu und muss mich erst ein bisschen drauf einstellen. So, aber jetzt zeige ich euch erstmal schöne Bilder und anschließend treffen wir uns zum Essen wieder. So, also, ich habe mal jetzt angefangen zu kochen. Das ist eine kleine Herausforderung, weil ich stehe nämlich ein bisschen schief. Ich stehe ein bisschen
Aber ich hatte keine Lust, die Keile rauszuholen. Nein, ich wollte nicht. Und dann muss ich da jetzt irgendwie durch. Ich hätte mich ja auch noch mal anders versuchen können zu richten. Ach, ich krieg das irgendwie jetzt hier hin. Und ja, jetzt gibt es bei mir heute Fleischspieß und Kräuterseitlinge. Das sind Pilze mit ein bisschen Zwiebeln. War da? Oh, da war einer weg. Oh, oh. Oh. Fenster ist natürlich offen. Da muss man ja immer drauf achten, ne? Dass wenn man kocht, schön das Fenster aufmacht, was manchmal nicht so einfach ist, wenn es nämlich draußen stürmt. Dann ist das manchmal nicht so einfach, irgendein Fenster aufzumachen. Manchmal fliegen die wieder zu oder da oben wackelt ganz schön die letzten Tage hier. Aber es ging immer alles gut. Aber es ist ja wichtig, ne? Damit man immer frische Luft hier drin hat und nicht noch eine Gasvergiftung kriegt. So, dann werde ich das mal jetzt schön kochen. Im Übrigen kann man hier auch essen. Also ihr könnt vorne dort, ich habe das auch fotografiert, die Tische sind gedeckt. Also diese schönen alten Tische dort, diese antiken, sind sogar gedeckt und dort kann man essen gehen. Wir haben ein kleines Menüangebot dort. Also es gibt so kleine Essen, die man essen kann. Was heißt klein? Nein, eigentlich normal. Wildgulasch habe ich gelesen, Krautrouladen, Matjes, das Fischbrötchen, bieten die alles an da vorne. Dann kann man auch was trinken dazu. Also alles da. Auch im Winter jetzt. Und im Sommer gibt es das natürlich dann vorne in dem, hier in der kleinen Gaststätte, die da draußen ist. Und im Winter machen sie es da drin. Einwandfrei. So, schaut doch ganz gut aus. Jetzt werde ich es mir mal schmecken lassen. Heute gibt es auch mal ein kleines Schlückchen Wein dazu. Also, einen guten wünsche ich mir jetzt mal selber.